Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier heute mehrere Initiativen im Zusammenhang mit der Inklusion, die zum Teil schon fast ein Jahr zurückliegen. Die große Anfrage der Grünen und unser Antrag sind fast zeitgleich, glaube ich, rübergefaxt worden. Sie liegen in der Drucksachennummer auch nur eine auseinander. Und was wir allerdings jetzt mit einbeziehen müssen in die Debatte, ist natürlich der Evaluationsbericht der Expertinnen und Experten, die die Schulreform und auch die Inklusion ausgewertet haben. Wenn man diese zwei vorliegenden Anträge, den der Linken, der CDU und die Anfrage und den Expertenbericht dazu nimmt, dann kann man heute sehr fundiert in diese Debatte einsteigen. Und wenn man bei allem, was der Kollege Güldner eben erzählt hat, zu den unterschiedlichen Systemen bzw. auch Herangehensweisen an Beschulung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung vorweggenommen hat, dann muss man trotzdem sagen, guckt man sich die Anfrage an, aber eben halt auch den Abschlussbericht der Expertin, dann muss man festhalten, die Inklusion in Bremen ist massiv unterausgestattet. Und das ist einer der zentralen Befunde. Wörtlich steht in dem Abschlussbericht, die Unterausstattung des Systems geht zulasten der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Das halten wir für sehr bedenklich, weil das ist keine Oppositionsrhetorik, das ist einfach der wissenschaftliche Befund. Es fehlt an Personal, es fehlt an ausgearbeitetem Lehrmaterial, es fehlen Räume und es fehlt die Zeit für die Kolleginnen, um die notwendigen Absprachen in den Teams zu treffen. Im Ergebnis, so der Evaluationsbericht, kommen letztlich, Zitat, letztlich in der Klasse zu wenig Förderstunden an. Das steht auf Seite 139 des Berichtes. Trotzdem, und das finde ich, da steige ich ein bisschen auf die Grundsatzdebatte meines Kollegen von eben ein, gibt es eine gute Nachricht, denn die prinzipielle Zustimmung zur inklusiven Beschulung ist im Moment immer noch ungebrochen. Unter den pädagogischen Fachkräften und unter den Schulleitungen herrscht nach wie vor eine große Akzeptanz der inklusiven Beschulung, auch wenn man zu Recht, wie ich finde, hochgradig unzufrieden ist mit den realen Umständen an den Schulen. Und der Kollege Güldner hat es eben schon erwähnt. Ich finde es insbesondere deswegen wichtig, dass diese hohe Akzeptanz da ist, weil die Schulleiterin des Gymnasium Horns, die sich aus Gründen gegen die gemeinsame Beschulung an einem Gymnasium wehrt, die ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, weil sie den Begriff der inklusiven Beschulung nicht verstanden hat, weil es geht ja nicht darum, dass alle das gleiche Leistungsziel erreichen sollen, sondern dass alle gemeinsam die Möglichkeit haben sollen, zu lernen. Aber diese Schulleiterin ist, auch das kann man dem Befund der Evaluation entnehmen, eher die Ausnahme von der Regel und steht nicht in Bremen für eine generelle Haltung, und das finde ich gut so. Wirklich neu ist dieser Befund der Evaluationskommission allerdings nicht. Den Ressourcenmangel im Bereich der Inklusion haben wir immer wieder zurückgespiegelt bekommen. Ich erinnere hier nur symptomatisch an die diversen Brandbriefe aus dem Bremer Westen, wo der Förderbedarf bremenweit, also stadtbremenweit, muss man sagen, am höchsten ist. Die Schulleitungen haben klar benannt, dass sie mit der derzeitigen Ausstattung weder den Kindern mit noch den Kindern ohne Förderbedarfen gerecht werden. Und unser Antrag, der hier heute debattiert wird nach einem Dreivierteljahr, ist ein Ergebnis zweier Anhörungen, die wir durchgeführt haben. Eine nicht öffentliche in einem geschützten Raum und eine öffentliche, die wir vor circa einem Jahr in Gröblingen durchgeführt haben, mit unterschiedlichen Akteuren der Inklusion. Wo wir sehr, sehr in die Tiefe gegangen sind, was brauchen wir eigentlich jenseits der Frage Personalausstattung, wie müssen wir auch Inklusion konzeptionell aufgestalten, welche Grundlagen waren damals in dem Entwicklungsauftrag richtig benannt und welche müssen wir nach 7 bzw. 8 Jahren Praxis vielleicht nochmal neu definieren. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt mit sehr genauen Maßnahmen, die wir aus diesen beiden Anhörungen als Schlussfolgerungen gezogen haben. Es ist für Schulen und Lehrkräfte schon fast als tragisch zu bezeichnen, dass unser Antrag und auch der Antrag der CDU so lange in der Deputation verhungert sind und dass im Haushalt nur,
ich sag's mal, begrenzte Maßnahmen ergriffen worden, um die Inklusion zu stärken. Es sind Maßnahmen ergriffen worden, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich denke, diese Debatte, die wir heute führen, hätten wir wirklich irgendwie schon vor einem Jahr führen müssen, weil dann wäre man als Haushaltsgesetzgeber mit Sicherheit zu anderen Ergebnissen gekommen. Der Senat hat aber in der Debatte davor immer nur verwiesen, dass man auf die Evaluation warte und ohne den Bericht wisse man nicht, was zu unternehmen sei. Ehrlich gesagt fand ich, und das habe ich hier auch öffentlich gesagt, das war nichts anderes als Ablenkung und Zeitschinderei. Und mit dem Warten auf den Bericht ist wertvolle Zeit ins Land gegangen, in dem wir schon längst hätten handeln können und müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor diesem Hintergrund ist der Bericht des Senats, der uns heute auch vorliegt, zu unserem Antrag und dem der CDU, denn auch ehrlich gesagt eine Frechheit, weil die Ergebnisse der Evaluation wurden bislang kaum aufgenommen. Es werden die wenigen ergriffenen Maßnahmen der letzten Monate zitiert und die bestehenden und von der Kommission bestätigten Probleme werden einfach weggewischt. Und ich finde das nicht richtig, weil damit setzt der Senat weiter auf Aussitzen und jetzt mit der Begründung, man warte auf die Ergebnisse des Schulkonsens. Also ob der überhaupt zustande kommt und wann und wenn, das ist doch völlig offen und die Expertenkommission hat ziemlich klipp und klar benannt, was wir brauchen. Und ich finde das einfach unzulässig, jetzt zu sagen, wir gehen nochmal in die nächste Runde und warten ab, ob sich Parteien einigen. Irgendwie im Moment reden ja nicht die Bildungspolitiker darüber, sondern die Parteivorsitzenden. Da weiß man ja nicht irgendwie, ob das nicht zum Spielball eines politischen Gezänks wird, anstatt dass Inklusion wirklich jetzt ernsthaft mal als auf die Tagesordnung kommt und irgendwie die Maßnahmen jetzt ergriffen werden, die wir jetzt brauchen. Ich finde es daher nicht redlich, noch eine nächste Runde im Aussitzen auf uns zu nehmen, beziehungsweise auf uns nehmen zu müssen. Ich will aber trotzdem mal ein paar positive Sachen aufgreifen, die der Senat ergriffen hat. Er hat jetzt endlich die Rebuze personell gestärkt. Das haben wir seit 3 Jahren gefordert. Unser Antrag in dieser Legislatur war, glaube ich, November 2015. Egal, es ist jetzt endlich da und die personelle Verstärkung ist mit Sicherheit richtig. Der Versuch mit temporären Lerngruppen an 15 Grundschulen ist sicher auch eine gute Idee. Aber, und das sage ich ganz klar, sie darf nicht dazu führen, dass an den Schulen wieder separiert Förderklassen eingerichtet werden. Diese Befürchtung haben Schulleitungen nämlich durchaus. Da müssen wir sehr genau hingucken, auch wenn ich die Maßnahme im Prinzip durchaus sinnvoll finde. Auch finde ich es richtig, dass die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen nicht mehr im Frühjahr die Gutachten schreiben müssen, sondern diese Aufgabe nun ausgelagert wird und die Sonderpädagoginnen und Pädagoginnen deswegen endlich mehr Zeit haben, ihrem Job eigentlich nachzugehen, den sie nachzugehen haben, nämlich sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Es ist trotz aller dieser ergriffenen Maßnahmen leider so, dass an dem Kernproblem sich nichts geändert hat. Denn das grundlegende Problem ist, dass der Senat seit Jahren mit zu geringen Zahlen von Kindern mit Förderbedarfen in der Zuweisungsrichtlinie rechnet. Der Senat geht davon aus, dass 7,2% der Schüler und Schülerinnen einen sonderpädagogischen Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten haben. Und wir wissen, dass dieser Bedarf real erheblich höher ist. Es ist natürlich ein bisschen das Problem, festgestellt werden diese Bedarfe im Übergang der Klasse 4 nach 5. Und in den letzten beiden Jahren wurde hier jeweils für über 10% der Kinder ein Förderbedarf diagnostiziert, die ja vorher schon in den Grundschulen waren. Es gibt also viel mehr Kinder mit Förderbedarf und deswegen ist es überhaupt gar kein Wunder, dass die Schulleitungen flächendeckend und nicht nur in den Stadtteilen, wo die Inklusionsquote real bei 20% liegt, aber flächendeckend sagen die Grundschulleitungen, sie kommen mit der Zuweisung auf dieser Grundlage 7,2% nicht zurecht. Und ich finde, angesichts der realen Förderzahlen, die wir haben, muss man da auch endlich nachsteuern. Und deswegen ist unser erster und wichtigster Antragspunkt selbstverständlich, dass die angenommene Förderquote in der Zuweisungsrichtlinie, die also dafür sorgt, wie viel Personal kommt an den Schulen, dann endlich den realen Gegebenheiten angepasst werden muss. Wenn Sie da nicht nachsteuern, Frau Senatorin und der Senat, wenn der Senat da nicht nachsteuert, dann sind alle nachfolgenden Maßnahmen eher Flickschusterei. Und es ist einer der wesentlichen Punkte, an dem wir tatsächlich auch die Messlatte anlegen werden, ob sich im Bereich der Inklusion was nachhaltig verbessert.
Ist aber unserer Meinung nach nicht der einzige Bereich, an dem nachgesteuert werden muss. Inklusion bedeutet ja eben nicht die Integration von Kindern mit Behinderungen in die Regelschule. Inklusion bedeutet nach unserem Verständnis, dass alle Kinder und Jugendlichen nach ihren Bedürfnissen und ihren Fähigkeiten gefördert werden. Das heißt, dass sie auch ein Recht auf angemessene Sprachförderung haben, aber das heißt auch, dass hochbegabte Kinder ein angemessenes Recht auf Förderung haben. Und dazu gehört auch, dass die inklusive Schule bei sozialen Benachteiligungen, die wir ja in einigen Stadtteilen in Bremen haben und im Bremerhaven sogar in mehr als einigen Stadtteilen, dass die soziale Benachteiligung auch angemessen ausgeglichen werden kann, weil es ist völlig klar, dass Kinder und Jugendliche, in deren Elternhaus nicht gelesen wird und deren Eltern nicht das Geld haben, dann privat nach Hilfe zu sorgen oder denen einfach nur die Anreize fehlt, weil sie eben halt nicht ins Museum gehen, dass die eine andere Förderung in der Schule benötigen als die Kinder, die das vom Elternhaus mitkriegen. Ich komme deswegen auch zum Schluss in der ersten Runde. Um diesem Förderbedarf gerecht zu werden, haben wir gefordert, dass alle Schulen mit dem Sozialindex 4 und 5 Entlastungsstunden bekommen. Der Senat hat in den Haushaltsbeschlüssen schon ein wenig Abhilfe für die Schulen mit Sozialindex 5 und einige anderen Schulen ausgestattet. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich denke, der ist nicht ausreichend, weil die Schulen mit dem Sozialindex 4 müssten da in einem zweiten Schritt nachrutschen. Ich danke Ihnen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe nochmal zurück auf die Anträge, die hier vorliegen, und will dann aber durchaus nochmal was zu der Debatte sagen, die sich um das Gymnasium Horn entspannen hat. Unser Antrag ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als die Universität die Einrichtung des Studiums inklusive Pädagogik infrage gestellt hat. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Da hat sich unser Antrag tatsächlich Gott sei Dank erledigt. Ich weise aber darauf hin, dass wir zur Überbrückung, bis dieser Studiengang tatsächlich Sonderpädagogen ausgebildet hat, die dann an Bremen Schulen sind, tatsächlich auch noch den Weiterbildungsstudiengang benötigen. Und die Aussagen des Senates sind dazu sehr schwammig. Es heißt lediglich, diese Weiterbildung sei bis 2020 abgesichert. Das ist uns zu wenig. Deswegen sagen wir, solange dieser Ausbildungslehrgang inklusive Pädagogik noch nicht ausgebildete Hochschulabsolventinnen an die Schulen gibt, brauchen wir diesen Weiterbildungsstudiengang. Dann sagen wir, dass das Land Bremen Ausbildungsplätze für die Heilerziehungspflege schaffen muss. Das ist die wesentliche Qualifizierung, um als persönliche Assistenz zu arbeiten. Zu dieser Forderung schweigt der Senat völlig. Und die CDU hat sich in ihrem Antrag zum Beispiel sehr detailliert zum Problem der Personalgewinnung der persönlichen Assistenzleistung geäußert. Das ist eine der echten Stärken dieses Antrages. Das kann ich hier gerne sagen. Und ich muss sagen, der Senat äußert sich dann zwar beim CDU-Antrag zum Personalengpass bei den Assistenzen, aber auch unzureichend. Da heißt es lapidar, man würde versuchen, einen weiteren Drittanbieter zu gewinnen. Und was soll ein weiterer Drittanbieter bringen? Denn der Arbeitsmarkt für persönliche Assistenzen ist leer. Wenn man nicht Ausbildung bildet, irgendwie hat sich daran nichts geändert. Und außerdem grenzt die Aussage, man wollte weitere Anbieter einbinden, schon ein bisschen an Zynismus, wenn man gleichzeitig mit diesen sich in einem Rechtsstaat über den Zugang zu den Bremer Schulen befindet. Ich finde, das ist keine ernstzunehmende Lösung für das Assistenzproblem, lieber Senat. Unsere dritte Forderungsbezug bezieht sich auf die Zweckentfremdung von Differenzierungsräumen, die für Inklusion gedacht sind und die auch benötigt werden. Wir wissen aus der Praxis, dass diese Differenzierungsräume immer die ersten sind, die für andere Maßnahmen verwendet wird, für zusätzliche Klassen oder Vorkurse oder wenn Baumaßnahmen tatsächlich anstehen, werden die nicht mitgedacht. Dann gibt es Container für die Regelklassen, aber nicht für die Differenzierungsräume. Wir sind der Meinung, so kann kein guter Inklusionsunterricht durchgesetzt werden. Und die Stellungnahme des Senats finde ich da ehrlich gesagt eher bestürzend, weil das Problem wird einfach ignoriert. Und Raum ist ein wichtiger Lehrer an Schulen. Das sagen alle Beschäftigten an Schulen. Von daher finde ich diese Haltung, das Problem auszusitzen, sehr gefährlich. Die Probleme der Inklusion, die sind hinreichend beschrieben in den letzten Jahren und auch hier und heute wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich finde, die CDU und wir haben uns da wirklich die Mühe gemacht, auch tatsächlich Lösungen aufzuzeigen, gehbare Lösungen, um die Probleme abzufedern. Also wir bemühen uns tatsächlich aktiv und konstruktiv, obwohl wir in Opposition sind und auch nicht mit einem Wünsch-dir-was-Konzert, sondern tatsächlich mit Maßnahmen, die umzusetzen wären. Und wir wissen alle, dass es nicht nur eine Frage der finanziellen Ressourcen sind, sondern auch natürlich eine Frage des Fachkräftemangels. Aber wir bemühen uns hier wenig und wie ehrlich gesagt finde ich dann, wenn ich diesen Bericht mir angucke, ist einfach nicht sachgerecht, dass irgendwie seitens der Regierungsfraktion bzw. des Senats das einfach weiter ausgesessen wird. Und ich finde das auch keinen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen, die wir damit haben. Ich will aber noch mal zu der Frage Gymnasium und Inklusion was sagen. Also ich habe einen ähnlichen Eindruck gehabt wie der Kollege Güldner, als ich den Bericht bei Buten und Binnen gesehen habe, wo mir klar geworden ist, ja, es ist offenbar immer noch nicht allen klar, was inklusive Schule bedeutet. Wir wissen das übrigens auch aus dem Bericht der Evaluation, dass es auch an den Oberschulen eine Kulturdifferenz gibt, dass es inklusive Schulen gibt und Schulen, die eine sonderpädagogische Orientierung haben, also eigentlich nicht das, was wir unter Inklusion verstehen. Aber insbesondere an den Gymnasien scheint das auch überhaupt nicht klar zu sein. Das ist also zumindest an denen, die inklusiv noch nicht beschulen, dass es gar nicht darum geht, dass alle die gleichen Leistungsstandards erreichen sollen und müssen, sondern es geht um etwas grundsätzliches anderes, nämlich auch eine Frage irgendwie der gesellschaftlichen Haltung, dass man Schülerinnen und Schüler wohnortnah beschult und dass man sie in ihrem persönlichen Umfeld tatsächlich auch in die Schule bringt, weil in der Frage der persönlichen Reifung der Schüler und Schülerinnen das eigentlich ein enormer Vorteil ist und das zeigt ja auch die Praxis an den Schulen, wo das gemacht wird. Und ich kann einige Klagen, die in dem Zusammenhang geäußert worden sind, ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn Lehrkräfte des Gymnasiums Horn jetzt sagen, ja, man hat ja nicht das sonderpädagogische Personal, vor dem Problem stand aber auch jede Oberschule, weil das wird ja auch erst zugewiesen, wenn man W- und E-Standort ist und nicht vorher. Also ich finde das völlig unredlich so zu argumentieren und da muss man sich schon fragen, welche Haltung steckt dahinter und darum geht es doch. Und wir haben ja in dieser Frage der Evaluation, ich habe ja den Professor Dr. Marz auch gefragt, weil wir haben eine Ungewichtung in den Stadtteilen. Wir haben eine Ungewichtung in den Stadtteilen, weil wir zwei Systeme haben, die nebeneinander existieren, Oberschulen und Gymnasien, und nur zwei Gymnasien sich im Moment an der Inklusion beteiligen. Das führt dazu, dass wir in Stadtteilen enorm hohe Förderquoten haben, wo man dann auch noch eine hohe Migrationsquote hat und dazu noch, irgendwie, wenn wir wissen, dass es Schüler aus Schwachhausen gibt, die in Walle, also Inklusionsschüler, die in Walle beschult werden, die aus Walle dann in Oslepshausen. Das ist doch das große Problem, dass wir keine Gerechtigkeit innerhalb der stadtbremischen Gesellschaft und in Bremerhaven ist es auch nicht anders haben, wenn man die Gymnasien nicht an der Inklusion beteiligt. Und das ist auch das, was uns die Wissenschaft ja oder was Dr. Marz auf meine Frage geantwortet hat. Ja, es geht darum, auch Gymnasien mehr an der Aufgabe der Inklusion zu beteiligen, als das in der Vergangenheit der Fall war und deswegen, ob die Kommunikation nun gestimmt hat oder nicht, da bin ich der Meinung, irgendwie die hat wahrscheinlich vermutlich nicht gestimmt, da bin ich völlig bei Ihnen, aber man sollte Gymnasien trotzdem mit auf den Weg bringen und das hat ja auch die Expertenkommission deutlich gesagt, auch nochmal auf meine Nachfrage. Und ein letzter Satz und diesmal an die CDU. Also ja, an die CDU, weil wir haben ja hier zwei Anträge und ich finde ja Ihren in vielen Teilen sehr gut und Sie haben ja signalisiert, dass Sie unseren auch sehr gut finden und wir haben natürlich in dieser Frage der Haltung zur inklusiven Beschulung an Gymnasien eine unterschiedliche Position und haben deswegen beide gesagt, wir neigen zur Enthaltung. Das ist politisch zulässig, aber fachlich unsinnig, vielleicht sollten wir gleich nochmal simsen. Dankeschön.